Meine Damen und Herren, Tanten und Onkels, Cousinen und Cousins. Ich weiß, das letzte Video kam letztes Mal 1872 online, aber ein Capi Jacksoni mit Mayonnaise in der Hand ist nicht so fleißig wie ein normaler Capi. Aber ihr seht, langsam meine Mayonnaise in der Hand wächst raus. Seht ihr? Es ist nicht mehr so viel da. Auf jeden Fall habe ich mir heute was Besonderes überlegt, denn wir machen Teambewertungen. Aha, bah! Keine normalen Teambewertungen, sondern eure Starter-Teams, also die Teams, mit denen ihr angefangen habt, mäßig auf den Starter from Bottom Now wie hier, und eure Endteams, weil man muss sagen, jeder sollte jetzt mittlerweile sein Endteam haben. In FIFA ist der Drops gelutscht, die Messe ist gelesen und die Pflaume ist abgelaufen. Ich hoffe, ich kriege auch heute keine grünen Haare, aber ich bin guter Dinge, weil ich habe viel Yoga gemacht letzte Zeit, habt ihr ja mitbekommen. Ich muss mich therapieren, von FIFA meine grünen Haare wegkriegen. Und man kann auch nicht so reinkacken, weil, guck mal, ich schicke euer Starterteam und euer Endteam und dann sollte ich keine grünen Haare kriegen im Optimalfall. Ich würde mal sagen, wir gehen rein in den Lachs, aber bevor wir reingehen, wenn euch das Video gefallen hat, macht mal diese Like-Mike, sondern das Ziel für dieses Video ist 690 Likes. Ich habe gehört, diese Like-Mike bringt was, deswegen macht einfach, ja, vamos a la playa. So, zeig her den Lachs. Wir fangen mit dem ersten Cousin an, nämlich Ayman Debu. Richtiger marokkanischer Onkel, ja, Marokkan FC. Mal das war sein Starterteam zu Anfang von FIFA. Ein Cousin mit grauen Haaren. Dann Abwehr sah sehr, sehr stabil aus, dieser polnische Onkel. Der wiegt zwar 13 Kilo, aber war sehr schnell. Okay, okay, Lewandowski hier mit Lengti. Aber Starterteam sagt ja nichts aus, sondern das Entscheidende ist das Team jetzt. Gucken wir uns sein Team jetzt an. Baller RTG. Okay, okay, Kabelbrand im Tor ist nicht das Gelbe vom Ei. Hier, yay, war ganz lustig. Haben die irgendeinen Spieler plus 55 Tempo gegeben, haben die den Ferrari genannt? Richtiger Dings. Ich 70, 60 Rentnerwitz, ich schlafe morgen einfach Vancouver kenne da. Abwehr sehr, sehr stabil. Goretzka, ich finde, der ist. Der hat Beweglichkeit wie so eine Bratwurst. Ich feiere den nicht. Der fällt auch nicht auf. Said Ayri, nicht die beste Version, aber kann man mitarbeiten. Sagen wir den Cousin, guck mal, zum Anfang, direkt zum Start haben wir ein normales Team bekommen. Okay, Kabelbrand macht eine schlechte Laune im Tor, weil ich habe immer wegen den grünen Haare bekommen in FIFA. Sagen wir, ist eine 7 von 10, Onkel. Okay, komm, wir machen mit dem nächsten weiter. Junge, komm, was ist das hier? Sadio Mane in Al-Nazar-Trikot. Ich dachte kurz Ronaldo, ja, aber hätte nicht gepasst. Warum sieht das so komisch aus? Starter und Endteam. Ey, Bruder, hättest du dich noch ein bisschen näher an deinen Fernseher kommen können oder so? Okay, wie weit hast du losgezoomt, ja? War dein Team in Timbuktu und du hast Foto aus Düsseldorf gemacht oder warum ist das so weit rausgezoomt, ja? Bruder, wenn ich da ranzoome, sieht das auch einfach aus wie Dings. Als hättest du ein Foto mit Staubsauger gemacht. Was soll ich da bewerten? Starter Endteam, ja, perfekt. Geil! Dann denke ich mir einfach aus, welche Spieler da sind. Junge, warum tust du so weit raus? Kapi, ruhig bleiben und keine grünen Haare kriegen. Ruhig bleiben und keine grünen Haare kriegen. Wir machen weiter. Der nächste ist 7 Lukas 15, ja? Guck mal hier mit Nike Tech Fleece, Mac Fleece. Ah, ja, okay. Okay, Starter-Team. Ich glaube nicht, dass es ein Starter-Team ist, Junge, weil diese Karten kamen erst irgendwann im Dezember raus. Harry Steifer Kane. Der hat einfach irgendwas hingeklatscht, damit er so Sama Starter-Team hat. Gucken wir uns mal sein Endteam an. Okay, Frankie IV. Der stellt wahrscheinlich um. Aber was umstellt, weiß ich nicht. Edwin Wanderham Tor, aber sonst Abwehr sehr stabil. Je nachdem, wenn du noch in Verteidigung tust oder spielst einfach Zweierkette, auch gute Idee. Vinicius Favela Gangster Junior, mittlerweile auch nicht die beste Karte, sag ich dir ehrlich. Maurice ist ein LKW, der ist viel zu unbeweglich, der polierte Glatzkopf. Ja, Onkel, ich sag dir ehrlich, offensiv sieht es miserabel aus, ja. Defensiv sieht noch stabil aus, aber für die Jahreszeit in FIFA mit diesen ganzen Futtis, Muttis, diesen bunten Huber-Huber-Karten, gibt es viel bessere Karten, ja. Ich muss leider sagen, Bruder, das Team gefällt mir gar nicht, ist eine 5 von 10. Guck mal hier auch, nein, Quatsch. Quatsch mit Soße, Pimmel, Mayonnaise. Der nächste. Gegen Wachs. Ja, Bruder, ich wollte Starter-Teams sehen, aber Starter-Teams vom Release von FIFA 23. Und nicht Starter-Teams von FIFA 1672, ja? Was ist das, Bruder? Was ist überhaupt gespielt? Aber sieht echt aus, weil der wirklich so hier Fernseher und so hat Foto gemacht. Ist hier auf Französisch. Coupe du Monde de la FIFA 2006. Junge, warum sieht dieser F-Bartes einfach aus wie... Ihr wisst, wen ich meine, Chat. Ihr wisst ganz genau, wen ich meinte. Der sieht aus wie Johnny Abi, ja? Dann gibt's noch Gelles, Patrick Beira, Zidane. Junge, da war einfach noch Zidane Youngster, ja? Was ist das für ein FIFA-Onkel? Endteam. Ich hab euch 800 Millionen Mal gesagt, Football zählt nicht. Aber das ist... Was ist das, ja? Reece James auf einmal Torwart? Lamela ist IV? Was ist hier los? 0 von 33 Chemie. Perfekt, optimal.
Passen richtig gut zusammen, die Onkels. Bruder, du hast mir eine SBC-Lösung geschickt. Das ist der SBC-Lösung-Chat. Guck mal, hier steht 175 Fliesen. Junge, schickst mir als Starter-Team von 1872 und als Endteam schickst du mir eine SBC-Lösung? Hast du Pfefferminz-Stick geraucht oder was? Ah! Kreuzbandriss! Komm, der nächste ist Felix. Komm, Felix, an dich glaube ich. Ist das eine SBC-Lösung schon wieder? Nein, das ist keine SBC-Lösung. Okay, das passt. Richtig. Das ist hier sein Starter-Team. Hat er mit Footbin nachgebaut und hat sich Mühe gemacht. Bei Starter-Team ist okay, jetzt zähle ich Footbin-Teams mit. Man kann nichts erkennen, ja? Der Bruder macht einfach Foto von Kapuze und nimmt es als Profilbild. Onkel, immer guter Tipp, wenn du auch Teampressing bei Tanten anmachen willst, mach Foto von dir, ja, nicht von Kapuze, kommt immer gut bei Tanten. Okay, okay, ja, das Team war nicht das Gelbe vorbei, Mann. Hat doch nicht am Anfang, man hat am Anfang schlechte Spieler gespielt, aber doch nicht Nowhere. Wolf, Junge, der hat 13 Tempo und rennt wie meine Oma rückwärts und... Ui, aber ist egal. Oh, schön, bunt, huba, buba. 9 Millionen Fliesen kostet das Team angeblich. Walker, der kleine englische Erbsenkopf. Bruder, du brauchst da so einen richtigen Brecher noch. Einen von beiden Wischmob-Köpfen musst du rausmachen, weil ein Wischmob-Kopf ist gut in der EV, aber zwei ist zu viel. Außenverteidiger top, Mittelfeld sehr, sehr stramm, Peter Cech und Mbappé wohl sowieso Randale. Und Alvarez, Bruder. Karten, die lange her released wurden, die können jetzt meist nicht mithalten. Der ist zwar ganz gut, aber den würde ich ändern. Aber sieht super aus. Der Onkel hat auch gute Entwicklung hingelegt. Guck mal, hat mit größter Sperrmüllmannschaft angefangen und hat jetzt sehr, sehr gutes Ziel. Also wenn das stimmt, kann auch sein, der hat einfach irgendwas gebaut, nicht gefreestylt, ja. Guck mal, hier hat er einfach Bett. Es ist Bettzeit. Schick mir ein Screenshot um 3:13 Uhr. Nachdem er sein Jürgen gewirkt hat, schickt er mir Team einfach. Aber ist, wenn das real ist, kriegst du eine 9 von 10 von mir. Machen wir mit dem nächsten weiter. Xalobul. Starter-Team? Junge. Der hat mir einfach eine... Chat, ihr wisst ihr, was das ist? Ihr wisst ganz genau, was das ist. Starter-Team? Und end... Was sagt ihr, musst du jedes Mal mitmachen? Habt ihr keine Gefühle mit mir? Mit sich Sauersoße in Haare. Wie lustig. Ich lach morgen. Ich lach nächste Woche Dienstag. Schick mir Starter-Team meine und dann Enti mit sich Sauersoße in Haare. Lustig, ne? Ich blockiere den auf Insta. Ich hoffe, du kriegst richtig flüssigen Durchfall. Wenn ich schon Bilder, dann nimm doch frische Bilder. Ich habe so viele frische Bilder. Und die nimmt so ein Bild. Die sind mit sich sauer, so ein hartes 30, ja. Disqualifiziert, du kleiner Wichser. Was ist das? Das endet hier einfach. Wer soll Windes sein? Vor allem, da steht nicht mein Name, ja? Was hast du mir da geschickt, Bruder, für Teams? Das hat irgendeine Bedeutung. Windass-Chat. Windarsch? Mittelstürmer, hier ist irgendein verstecktes Rätsel, was irgendwas sagen soll. Verstehe ich nicht. Nein, ich weiß ganz genau, worauf das hinaus soll. Wer hat das geschickt? Der will mir sagen, dieser Winterarsch sieht aus wie ich. Nur weil der auch Mayonnaise in den Haaren hat. Der sieht doch nicht aus wie ich, seid die Banane. Ich mach das alles hier nicht mehr.